Für mich könnten die Schlüsselworte Friede und Hoffnung sein. Friede schafft auch Hoffnung, vor allem für die, die hier sind, die dieses Gleichgewicht brauchen, damit sie neu anfangen können. Ich weiß nicht genau, aber mir bringt Hoffnung auch Freude. Bei mir ging es in der Mission los. Sie hat mir Hoffnung gegeben. Diese Mission hat mir Hoffnung gegeben, um weiterzugehen. Für mich ist das Wort Barmherzigkeit das schönste Wort, das es gibt. Es ist das Herz Gottes, das sich des menschlichen Elends erbarmt. Und am Ende ist es die Nächstenliebe, dass Gott sie schickt, um mit ihnen zu teilen und Gemeinschaft mit ihnen zu leben. Das ist Nächstenliebe. Das ist kein Almosen geben. Ich erinnere gern an dieses Siehe, hier bin ich, das Maria dem Erzengel Gabriel antwortete, diese Verfügbarkeit für andere. Dieses Hier bin ich ist bei den Freiwilligen, die hier sind. Palermo, die Hauptstadt Siziliens, ist eine Mischung aus verschiedenen Traditionen, Kulturen und Ethnien. In der Hafenstadt, die am Tyrrhenischen Meer liegt, einem Teil des Mittelmeeres, kommen seit der Antike Menschen sehr unterschiedlicher Herkunft an. Sie ist ein Kreuzpunkt zwischen Europa, Afrika und Asien. Die Architektur spiegelt dieses Zusammentreffen verschiedener Stile, besonders mit ihren Verweisen auf die byzantische und arabische Kunst. Genauso ist es bei den Plätzen. Zum Beispiel beim Ballaro, einem der ältesten Märkte der Stadt und mit Sicherheit der lebendigste. Palermo war eine der ersten italienischen Städte, in die Flüchtlinge strömten. Zugleich ist es eine besonders arme Stadt. Nur 40% der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter haben Arbeit. In dieser Stadt, in der viele Schwierigkeiten zusammenkommen, haben sich mehrere Organisationen und Willkommenszentren entschieden, sich der Herausforderung zu stellen und den Migranten zu helfen. Sie geben den Migranten Kleidung und Nahrung, suchen Arbeit für sie, unterstützen sie bei den Behördengängen. Und sie helfen ihnen zugleich, ihre Würde wiederzuerlangen. 3 Missionen antworten, jeder auf ihre Art, auf diesen Ruf. Die Mission Hoffnung und Nächstenliebe, auf Italienisch Esperanza e Carità, gegründet von Bruder Biagio Conte, einem Laienmissionar. Das Zentrum Acrobaleno 3P, geleitet von Schwester Anna Alonso, die eine missionarische Sozialarbeiterin ist, und das Zentrum Astalli, getragen von Jesuiten. Es geht nicht nur darum, Nahrung und Kleidung zu verteilen, sondern Hoffnung und Vertrauen zu schenken. Der Hoffnung und der Nächstenliebe. So ist das entstanden. Das Grundlegende ist, zu hoffen, aus Trümmern, aus zerstörten Menschen, neue Personen zu machen.
Ich erinnere mich sehr gut daran, als ich hier im Zentrum ankam. Ich hatte ein völlig zerstörtes Gelände vor mir. Es gab keinen Fußballplatz. Es gab weder die dritte noch die erste Etage. Es gab nur das Erdgeschoss. Dort traf ich Schwester Anna und wir haben uns miteinander bekannt gemacht. Ich sah diese so zierliche Frau. Auf den ersten Blick erschien sie zerbrechlich, aber es war, als leuchte hinter ihr ein Licht. Das hat mich erstaunt. Sie sagte einen sehr schönen Satz zu mir: Wenn du mir helfen willst, bin ich da. Dienen, begleiten, schützen. Das Zentrum Astalli gehört zu einer größeren Organisation, dem Jesuitenflüchtlingsdienst. Er wurde 1982 von Pater Arupé ins Leben gerufen. Pater Arupé war auch Generaloberer der Jesuiten. Zusammenfassend könnte man sagen, dass dieses Motto den Weg eines Geflüchteten abbildet. Das Erste, was es braucht, wenn ein Flüchtling ankommt, ist, ihm zu dienen. Das Zweite ist, ihn zu begleiten, weil die Menschen noch immer unterwegs sind. Und schließlich ihre Würde als Männer, Frauen und Kinder zu verteidigen. Fast 120.000 Migranten sind 2019 über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Mehr als 7.000 davon nach Sizilien. Ihre Herkunftsländer sind so unterschiedlich wie ihre Beweggründe. Die einen sind vor einem Krieg geflohen, andere vor Armut. Wieder andere haben ihr Land auf der Suche nach einer Zukunft verlassen, die sie in ihrer Heimat nicht finden können. Ihre Reise, die weit vor der Überfahrt über das Mittelmeer begonnen hat, hat ihre Motivation einer harten Prüfung unterzogen. Meine Frau hatte eine Herzkrankheit. Wir haben überall in Afrika versucht, Heilung für sie zu finden, aber es hat nicht geklappt. Ich habe meiner Frau gesagt, es bleibt uns nichts anderes übrig, als nach Libyen zu gehen. Also hat sie Gambia verlassen, ich Sierra Leone. Wir haben uns in Mali getroffen. Wir haben einen Bus von Sonef genommen, das ist ein großes Unternehmen in Westafrika. Wir sind nach Burkina Faso gefahren, von dort in den Niger. Dort haben wir einen Monat auf die Schlepper gewartet. Schließlich wurden wir nach Libyen gebracht. Wir haben die Wüste in 6 Tagen durchquert. In der ersten libyschen Stadt haben wir 2 Tage gewartet. Dann wurden wir nach Tripolis gebracht, in die Hauptstadt. Dort haben wir nochmals einen Monat lang gewartet. Wir haben zu viel Geld ausgegeben, meine Frau und ich, weil es in Libyen keine Sicherheit gibt. Wenn man dich nach Geld fragt und du gibst keines, hast du ein Problem. Aber Gott hat gehandelt. Wir haben ein kleines Boot genommen und wir sind angekommen. Dank der italienischen Marine, der Guardia Costiera, die uns aus dem Wasser geholt hat. Wir wurden direkt hierher gebracht, in den Hafen von Palermo. Der Weg ist nicht einfach, aus diesen Ländern hierher zu kommen. Wenn man mir sagen würde, ich soll es nochmal machen, ich könnte es nicht. Selbst wenn man mir Geld geben würde, könnte ich es nicht. Verstehst du? Vor allem für uns Frauen ist dieser anstrengende Weg nicht gut. Einige unter uns leben, weil Menschen gestorben sind. Ich habe viele Menschen sterben sehen, im Meer, in der Wüste. Ich habe mir gesagt, diese Menschen kennen sich besser aus als ich. Sie sind schöner als ich, sie sind stärker als ich. Ich habe angefangen zu sehen, dass im Leben ein Mensch, der für einen anderen kämpft, ein Mensch ist, der die Welt verändert. Gott kann nur durch uns sprechen, durch Zeichen. Wenn ein Mensch hierher kommt, ist alles neu. Da sind Dinge, die du dir nicht einmal vorstellen kannst. Menschen, die du nicht kennst. Eine neue Sprache. Sagen wir, eine andere Welt. Eine neue Kultur. Alles läuft anders. Das, was du denkst, tritt nicht ein. Wenn jemand zu mir guten Tag sagte, wusste ich nicht, wie ich antworten kann. Ich fühlte mich wie ein Tier, weil ich nichts verstand. Nicht mal nach Wasser konnte ich fragen, um zu trinken. Ich wusste nicht, wie das hieß. Stattdessen machte ich so eine Geste, um etwas zu trinken zu bekommen. Oder auch, um etwas zu essen zu bekommen, machte ich solche Gesten, um auszudrücken, was ich brauche. So zu leben ist sehr schwierig. Thank you.
Ich glaube, dass Palermo eine Stadt ist, die viele Perspektiven geben kann. Es ist eine Stadt, die viel bietet. Das Problem ist, dass überall Hindernisse sind. Für mich heißt, diese Hindernisse zu überwinden, in einer Sache nicht aufzugeben. Die Menschen machen diese Stadt oft unerträglich. Aber sie ist auch eine der warmherzigsten und gastfreundlichsten Städte, die ich bisher erlebt habe. Trotz der finanziellen und verwaltungstechnischen Schwierigkeiten Palermos, der Armut der Stadt und dem Klima des Misstrauens, hervorgerufen durch die Präsenz der Mafia, erfüllen diese drei Zentren, wie viele weitere, täglich ihren Fürsorgedienst. Beim Zentrum Astalli gibt es morgens und nachmittags verschiedene Angebote der Betreuung, Beratung und Ausbildung. Darunter Frühstück, die Möglichkeit zu duschen, eine Wäschekammer und eine Kleiderkammer mit Secondhand-Kleidung. Außerdem medizinische und psychologische Sprechstunden, Italienischkurse, Theoriestunden für die Fahrprüfung, Rechtsberatung und Hilfe bei der Arbeitssuche. All diese Angebote sollen die Ärmsten der Armen in ihren Bedürfnissen und in ihrer Entwicklung unterstützen. Zahlreiche Freiwillige sind da, um zu hören, was die Migranten in ihrer Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit brauchen. Die Menschen, die hierher kommen, haben konkrete Bedürfnisse. Man muss sich bewusst sein, dass auch sie das Bedürfnis haben, Beziehungen mit Menschen aufzubauen. Wenn ich neue Teilnehmer für die Italienischkurse treffe, um ihr Sprachniveau einzuordnen, ist das Erste, was ich mache, sie auf Italienisch zu begrüßen. Ich lächle sie an und schüttle ihnen die Hand. Und oft wird mir klar, dass diese einfache Geste, ihnen die Hand zu schütteln, dazu führt, dass sie sich als Personen wahrgenommen fühlen. Das kann einen großen Unterschied machen. Sono passate già di qui 40 bis 50 Personen, die hier waren, sind inzwischen an einen anderen Ort umgezogen, der besser für sie passt. Alle erinnern sich mit Freude an diesen Ort. Wenn Sie in Palermo sind, kommen Sie uns besuchen. Ich glaube, dass Sie hier eine gute Zeit verbracht haben, weil ich glaube, dass Sie hier respektiert wurden, dass Sie sich respektiert gefühlt haben und dass Sie Ihre menschliche Würde wiedergefunden haben. Ich war Präsidentin der Frauen in Benin. Wenn Sie ein Mädchen von der Straße aus dem Prostitutionshandel retten und Sie bringen ihr nichts bei, was bringt das dann? Ein wenig später sind die anderen Frauen des Vereins gegangen. Ich habe gesagt, nein, ich bleibe bei Anna, weil ich weiß, dass das die einzige Möglichkeit ist, zu versuchen, die Dinge zu verändern. Denn wenn sie etwas sagt, macht sie das immer. Deshalb werde ich bei ihr bleiben. Ich bin derjenige, der sich entschieden hat, hierher zu kommen, um zu studieren. Anna hatte es meinem Onkel gesagt, aber mein Onkel wollte es nicht. Also sagte Anna zu mir, du musst dich entscheiden. Und ich habe ja gesagt, ich möchte weiterkommen. Und so kam ich an diesem Tag hierher. Das Zentrum Arcobaleno 3P ist nach Pater Pino Puglisi benannt, einem 1993 von der Mafia getöteten und kürzlich selig gesprochenen Priester aus Palermo. In dem Zentrum, das 2011 von Schwester Anna Alonso gegründet wurde, werden verschiedene Aktivitäten angeboten, die nicht nur für Migranten, sondern auch für die Bewohner des Viertels ausgelegt sind. Das Viertel ist sehr ärmlich und weist eine hohe Rate von Analphabeten auf. Die dritte Etage ist der Aufnahme von Familien gewidmet. Daneben werden Workshops für alle angeboten. Hauptsächlich werden Kurse in Informatik, Nähen, Heimwerken, Street Art und Breakdance angeboten. Vor 5 Jahren war dieser Ort abrissreif. Das spiegelte sich auch in den Menschen hier wieder. Doch in den letzten Jahren konnten wir alle, vor allem eine große Veränderung im Verhalten der jungen Leute beobachten. Wie Pater Pino Puglisi zu sagen pflegte, es genügt, die Seele des Menschen an der richtigen Stelle zum Schwingen zu bringen. Dann werden der Mensch und dessen Seele schwingen. Dieser Satz hat mich geprägt, denn er ist wahr und es funktioniert.
Unsere primäre Mission ist es, die Person wieder aufzubauen und die Würde und Hoffnung durch Austausch und Brüderlichkeit wiederherzustellen. Das ist manchmal eine sehr langwierige Arbeit, die sich über Jahre hinwegziehen kann. Die Mission bietet viele Dinge an. Zunächst ist wichtig, dass sie als Zuhause fungiert, als ein Ort, an dem man schlafen und essen kann. Das ist bereits sehr wichtig. Dann gibt es viele Werkstätten, denen man eine Arbeit finden kann. Es gibt eine Bäckerei, eine Druckerei, in der die Zeitung gedruckt wird. Werkstätten für die Arbeit mit Eisen oder Holz, in denen man sein altes Leben wieder aufnehmen oder einen neuen Beruf erlernen kann. Arbeit und auch Kunst sind die Dinge, auf die wir setzen, um für jeden Menschen etwas zu finden, was ihm Hoffnung gibt. Als Biagio mir vorschlug, die Kirche, die wir bekommen hatten, zu streichen und Bilder zu malen, wollte er, dass wir es selbst tun. Für uns war es eine Zeit zu geben. Doch ich hatte damit zunächst Schwierigkeiten. Einerseits, weil ich Moslem bin und keine heiligen Gemälde malen kann. Andererseits war es die Verantwortung, für eine Kirche zu haben, für einen heiligen Ort. Aber ich fand hier die offenen Arme von Bruder Biagio und dieser Gemeinschaft. Wenn man im Unrecht ist, aber Vergebung empfangen hat, dann ist das eigentlich schon Barmherzigkeit. Dann kann man eigentlich nichts anderes tun, als zu sagen, okay, ich gehorche. Und wenn jemand wirklich einen guten Willen hat und den Mut zu sagen, ich will mich ändern, dann kann er sich auch ändern. Laut Pater Gianfranco, einem Jesuiten, der seit 2,5 Monaten im Zentrum Astalis präsent ist, geht es darum, in der Begegnung und im Kontakt mit den Menschen weiter voranzukommen. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin völlig verändert. Wie viele Jahre ist es her, dass ich Kleider gekauft habe? Sehr viele Jahre. Ich nutze den Laden der Caritas genauso wie die Migranten, denn ich finde es nicht seltsam, so zu leben wie sie. Die Armen sind meine Brüder. Weißt du, wie die Armen im Evangelium der Seligpreisungen genannt werden? Pitocoi, was im Italienischen mit dem Wort Läuse übersetzt wird. Und die Läuse sind die Landstreicher. Und Jesus benutzt dieses Wort. Sie sind es, die er bevorzugt. Ein expliziter Glauben soll hier keine Voraussetzung sein. Aber wir glauben, dass es notwendig ist, offen für die Unterschiede zu sein. Das ist auch Teil unserer Spiritualität. Das soll heißen, dass selbst eine Person, die nicht glaubt oder sagt, dass sie nicht gläubig ist, zu etwas Transzendentem herausgefordert und sogar über ihre Komfortzone, über ihre sichere Schwelle hinausgedrängt werden kann, wenn sie sich in den Dienst eines Schwachen, eines Verwundeten stellt. Nehmen wir an, wir empfangen einen Bruder, der sich mit einem Engelsgesicht präsentiert. Dann sagt man sich, er kann mir keine Probleme machen. Wenn wir aber jemanden sehen, der hässlich ist, dann denken wir, mein Gott, wenn ich ihn aufnehme, was wird dann passieren? Aber ganz im Gegenteil sollen wir nicht nur mit unseren menschlichen Augen, sondern auch mit den Augen des Glaubens sehen und sagen, Herr, du sendest mir diese Brüder und Schwestern. Hilf mir, nach deinem Willen zu handeln und nicht nach meinem. Die Armen sind natürlich nicht diejenigen, die als unglücklich bezeichnet werden oder diejenigen, die zu bemitleiden sind. Am Armen kann man so viele Nuancen sehen, bei denen es sich genau um die Elemente handelt, die das Gesicht Christi offenbaren. Paul, der ursprünglich aus Ghana stammt und seit mehr als 15 Jahren als Klempner für die Mission tätig ist, vergleicht den Empfang, den er erhielt, mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der barmherzige Samariter half dem Mann, der an den Straßenrand geworfen wurde, brachte ihn in eine Herberge und sorgte für ihn.
Dasselbe gilt für den, den wir Bruder Biagio nennen. Denn er tut genau das für so viele Menschen, Afrikaner und andere, darunter Italiener, Somalier und auch Asiaten. Das kann man sich kaum vorstellen. Dieser Mann gab alles dafür, um uns morgens, mittags und abends zu ernähren und uns Kleidung zu geben. Wenn man in die Gemeinschaft geht und alle Brüder trifft, nennen sie sich alle untereinander Bruder, Bruder. Biagio hinterließ uns nicht nur die Früchte, sondern auch die Samen, aus denen neue Früchte hervorgehen. Viele Brüder, die hier ankamen, waren betrunken, unter Drogeneinfluss, verzweifelt und unterdrückt. Doch man merkt, dass viele von ihnen nicht mehr so sind, wie sie waren. Sie haben die Probleme, die sie hatten, überwunden. Für mich ist die Mission meine Heimat, mein Geburtsort. Wenn ich von Europa spreche, wenn ich von Italien spreche, ist die Mission meine Heimat. Ich habe 6 Jahre hier verbracht, bin auf eine italienische Schule gegangen, habe dann angefangen, draußen zu arbeiten. Ich bin mit einer Italienerin verheiratet und habe eine entzückende Tochter. Und ich bin auch der Präsident der nigerianischen Vereinigung in Palermo. Es ist ein wunderbarer Ort. Er hat mir sehr geholfen. Früher konnte ich nicht einmal Italienisch. Jetzt spreche ich ein wenig und das gibt mir die Kraft, weiterzumachen. Vor allem, um das Kochen zu lernen, denn ich konnte nicht Italienisch kochen. Nach dieser schrecklichen, sehr schwierigen Reise, die wir gemacht haben, kann einer, der keine Geduld hat, meiner Meinung nach sein Ziel nicht erreichen. Jeder von uns hat etwas, das er in seinem Leben tun will. Auch ich habe einen Traum. Ich möchte etwas tun, das beweist, dass ich Issa bin und dass das etwas ist, das ich getan habe. Man muss im Leben immer hoffen. Man muss stark sein, denn das Leben ist nichts für Feiglinge. Ich frage mich regelmäßig, ob ich am richtigen Ort bin. Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann gibt es immer etwas, das mir sagt, ja, mach weiter. Manchmal ist es das Lächeln von einem ehemaligen Schüler, den ich nach 5 Jahren auf der Straße wieder treffe und der inzwischen Italienisch sprechen gelernt hat. Vor 7 Jahren war ich ein sehr schüchterner und schweigsamer Mensch, der Angst hatte, sich auf Menschen einzulassen. Heute bin ich eine ganz andere. Diese Kontemplation in Aktion bedeutet auch, dass wir den Herrn auch dort handeln sehen müssen, wo der Herr nicht wirklich genannt wird oder in unser Schubladendenken passt. Der wahre Atheismus sagt, dass die Welt nicht von Gott bewohnt ist, stimmt's? Doch im Gegenteil, wir müssen diesen kontemplativen Blick haben, der Gott in allen Dingen sieht. Wie der heilige Ignatius sagte, Gott in allen Dingen suchen und finden. Und selbst hier können wir Gott auch dort finden, wo er nicht explizit genannt wird. Dies ist eine sehr wichtige Voraussetzung, denn sonst können wir leicht denken, dass alles, was wir tun, nur sozial ist. Dies ist manchmal in Anführungszeichen eine Anklage, die an unser Apostolat gerichtet wird. Aber es ist nicht wahr, dass es nur sozial ist. Denn für den, der zu schauen weiß, gibt es keine Realität, die nur profan ist. Alles ist heilig, besonders die verwundete Menschheit. Meiner Meinung nach ist Frieden eine Art des inneren Gleichgewichts, das man haben kann. Und das durch Glauben, Beziehungen zu anderen
und durch persönliches Wachstum erreicht werden kann. Und es ist eine Art Frieden, den du an andere weitergeben kannst. Sie können es in deinen Augen sehen. Aus dem Lukas-Evangelium. Ein Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und, wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus, schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Ein Samariter, der auf der Reise war, kam des Weges. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Was meinst du? Wer von diesen dreien hat sich als Nächster dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihn gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso. Herr, lehre uns, dir zu begegnen und dich im Angesicht des anderen zu erkennen. Öffne unsere Herzen. Zeig uns, wie du dich noch immer jeden Tag hingibst, damit wir Brüder und Schwestern sein können. Offenbare uns neu, dass du auch in dieser erstaunlichen, lebendigen Gemeinschaft mitten unter uns sichtbar wirst. Herr, hilf uns zu erkennen, dass in dir jede Begegnung zu einer Gemeinschaft wird.